Ein kleiner Nachtrag, was ich vergessen habe zu sagen. Sie fragen sich vielleicht, warum macht Kost-Tolmein das? Warum macht Katharina Kost-Tolmein sowas und unterstützt diesen 85-jährigen MeToo-Straftäter? Ich kann es Ihnen sagen. Ich habe vor 2 Jahren, wie gesagt, diese Strafanzeige gestellt. Und dann habe ich auch das getan, was jedermanns Recht ist. Ich habe bei dem letzten Arbeitgeber von Günter Behlitz, nämlich dem Hotel Ronacher in Österreich, in Kleinkirchheim heißt das, dieser Ort, wo er mit allen möglichen deutschen Theaterstars Theaterfestivals gemacht hat. Und irgendwann, als ich diese therapeutische Aufarbeitung zu einem gewissen Grad gebracht habe, wurde mir gesagt, ich sollte vielleicht diese Täter konfrontieren, wenn die noch leben. Ich habe dann bei dem Arbeitgeber angerufen, was mein gutes Recht ist. Und Herr Günter Behlitz ist sofort im hohen Bogen rausgeflogen. Er hat mich bis heute noch nicht abgemahnt, weil er genau weiß, dass ich ihn nicht nur beschreiben kann, sondern auch sein Wasserbett damals in dieser ekligen Intendantenvilla. Seine Ehefrau und seine Tochter waren auf Geschäftsreise. Ich habe gedacht, ich wäre da safe. Er hat mich dann abgefüllt mit Rotwein. Das war wirklich nicht schön. Er hat auch immer die ganzen jungen Schauspieler so angerempelt, so auf Berufsjugendlichen gemacht und so. Und Pascal Breuer könnte das bestätigen, Beat Knoll. Wir haben damals mit Uli Mattes gespielt, der hat den Heinrich gespielt. Ich habe den Hitlerjungen Hartmann gespielt in Heinrich oder die Schmerzen der Fantasie, damals von Tancred Dost, persönlich für das Residenztheater geschrieben. Der war auch öfters da. Der ist ja auch schon längst tot und ja, so war das. Also Behlitz hat massiven sexuellen Druck auf alle ausgeübt, weil es war damals eine andere Zeit. Er hatte eine Alleinherrschermacht und das ist das nächste Problem, was ich hier anspreche. Das deutsche Theater muss unbedingt davon abrücken, so wie hier heute diese ganzen einzelnen Intendanten da zu haben. Es muss mindestens das Vier-Augen-System eingeführt werden. Das fordere ich hiermit als Missbrauchsopfer eines irren, bösartigen, gemeingefährlichen, ehemaligen Generalintendanten namens Günter Behlitz, der sich von einer Generalintendantin von Münster einen Rachefeldzug schmieden lassen hat. Müssen Sie sich mal vorstellen, ich vertraue der Frau, ich kannte die nicht, ich wusste nicht, wer das ist. Ich bin ja nicht auf die Idee gekommen, die zu googeln und zu gucken, was sie für einen Werdegang, das war mir egal. Und vor 2 Wochen google ich und ich bin fast von meinem Bürostuhl geflogen, weil ich gesehen habe, Behlitz, der Name Behlitz, bingo. Und da habe ich gewusst, das ist der Durchbruch, die Frau muss fliegen. Das ist eine Kriminelle, die hat mein Vertrauen ausgenutzt. Die war so dreist, einen Dramaturgen, eine Regisseurin, eine Autorin, eine Musik und Ausstattung. Und dann war sie auch noch so dreist und hat den WDR dazu gebracht, eine Vorab-Doku-Sendung 3 Monate, 4 Monate vor der Premiere. Das ist schon ein bisschen irre, finde ich. Das ist auch nicht normal. Aber das hat sie nur gemacht, um zu zeigen, ja, diese Frau Karen Breeze, die hat vorher ja zwar nur so ein Theaterstück über Prostitution und Sex und sowas gemacht, aber jetzt ist ja Kindesmissbrauch, das passt ja auch natürlich zur Prostitution, das denken, wissen wir ja alle, klar. Dann ist Frau Karen Breeze da durch Kinderhaus und hat mit den Leuten gesprochen und so weiter und so getan, als würde sie sich überhaupt dafür interessieren, ja. Warum haben Sie, Frau Kost-Tolmein, mich nicht genommen? Sie wissen ganz genau, was ich durchgemacht habe. Ich habe Ihnen das geschrieben. Ich habe Ihnen auch über meine Familie und die ganzen Hintergründe mit meinen Großeltern und, habe ich Ihnen alles erzählt. Ja? Ich wäre aber nicht im Leben darauf gekommen, dass Sie mit dem MeToo-Sexstraftäter befreundet sind. Und deswegen werden Sie alles, was ich gegen Sie anstelle, verlieren. Sie werden verlieren im Gericht. Geben Sie auf, treten Sie zurück von Ihrem Amt.
hier kommt schon die Polizei, die kommt sie jetzt abholen. Treten Sie zurück von diesem Amt. Sie haben es nie verdient. Sie haben Ihren Ehemann als Moderator eingesetzt und vorher 45 Leute rausgekickt, einen Monat vor Weihnachten. Ich habe mit einigen dieser Leute, die haben alle sofort meine Petition unterschrieben. Was meinen Sie, warum wir schon 185 Leute da unterschrieben haben? Weil 45 davon sind die Sie in den Arsch getreten haben, einen Monat vor Weihnachten. Und das sollte jetzt in diesem Weihnachtszeit mit Ihnen passieren. Sie sollten in den Arsch getreten werden. Zurück wo immer hin, wo der Kuckuck, wo auch immer, nach Hamburg. Ja, der Steuerzahler wird dazu hergebracht, um hier jemanden aus Berlin einzufliegen, obwohl wir die beste Transfrau in Münster haben mit Suki Moren Freitag. Die hätte das tausendmal besser gemacht als Anastasia Bifuß oder Bifal oder wie auch immer die heißt. Ja, das habe ich auch ihrem Mann gesagt. Und der Zufall wollte es, dass ich ihn gefragt habe, ob er mein Opferanwalt werden will gegen die Kirche. Und dann sagte er, ja, mein Name ist Tollmein. Und dann sage ich, wie die Intendantin? Ja, ja, das ist meine Ehefrau. Bingo, habe ich mir gedacht. Da haben wir aber ein kleines Problem. Das haben wir. Und das Problem ist immer größer gewachsen, bis zu der Unterstützung eines MeToo-Straftäters. Frau Tollmein, schämen Sie sich zu Dreck, wenn Sie das überhaupt noch können. Ihr dummes Lächeln ist wirklich langweilig. Das haben Sie von keinem anderen abgeguckt als diesem Grinsgesicht Günter Behlitz. Weil als ich am nächsten Tag zum künstlerischen Betriebsbüro des Residenztheaters München gegangen bin, hat man mich ausgelacht. Als ich zur Polizeiwache in Schwabing gegangen bin, wo ich gewohnt habe, hat man mich auch ausgelacht. Verstehen Sie das? Es waren andere Zeiten, aber jetzt ist Gott sei Dank eine andere Zeit und ich kann mich wehren und revanchieren und das mache ich. Ich fordere Sie auf, treten Sie zurück, canceln Sie sofort dieses widerliche Plagiat meines Stückes, sonst kriegen Sie wirklich eine Schadensersatz- und Schmerzensgeldklage und da kann Sie Ihr eigener Ehemann, Professor Dr. Nimmersatt, kann Sie vertreten, ja? Dieser Mann hatte die Dreistigkeit, alle kleinen Publizisten im Internet anzurufen und mit seinem Namen und seinem großen Stärke zu drohen und wir machen ihnen den Laden zu, Herr Bellinghaus ist gefährlich, Herr Bellinghaus ist verrückt, Herr Bellinghaus lügt. Das sind drei Verleumdungsbehauptungen, Verleumdungsklagen, die ich hier schon gegen Herrn Tollmein habe. Hauen Sie ab, so schnell Sie können und solange Sie noch können. Weil ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich werde jetzt alles auf Video, damit jeder Mensch auf der Welt sieht, was Sie für eine Frau sind. Ja? Und dass Sie sich nicht mehr selber auf die Schulter klopfen für gar nichts. Weil diese Tour mir meine geistiges Eigentum, mir meine Ideen zu klauen und mit anderen zu verwirklichen, das ist die aller unterste Schublade, Frau Kosthormann. Sie sollten sich wirklich schämen, wenn Sie das können. Und mir tut wirklich nur Ihre Tochter leid. Treten Sie zurück, solange Sie noch Zeit haben.